Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und wir schauen heute mal als allererstes in die aktuellen News rein. Denn es gibt ja wieder richtig, richtig viel zu berichten, auch wenn der Titel ein ganz anderer ist, dass es Twist gibt und also trotz neuer Leute gibt es hier Twist. Komme ich aber etwas später darauf zu. Erstmal gehe ich heute so ein bisschen in die News rein. Und ihr seht hier, die Clash World Championships haben begonnen, beziehungsweise sie werden beginnen. Guckt euch das Ganze an. Ich muss mich da auch noch ein bisschen schlau lesen. Und wie man daran teilnimmt, welche Bedingungen es gibt, etc. Aber es gibt natürlich auch hier die News mit den Top 10 Clan Wars im Februar. Und ich will hier gar nicht, ich scroll hier gar nicht rein, aber bitte, bitte, Supercell, macht es einfach so, dass die Richtigeren einfach oben stehen und dieses Geheule endlich aufhört. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich habe mir heute alles angeschaut und naja, sei es drum. Es ist halt eine Top 10 Clan CWL Liste und die ist ja immer noch nicht richtig. Also sie ist immer noch nicht so richtig, dass die richtigen Clans auch wirklich oben stehen. Also macht da bitte mal was dran an den ganzen Berechnungen und so weiter, dass das auch wirklich passt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wir gehen mal in den Twist hier rein. Und es gab hier mal wieder Twist, auch ein bisschen mit mir, muss ich sagen. Ich bin ja auch nicht rein Wassers und komme hier ab und zu ja auch mal so ein bisschen ganz, ganz spät noch so in den Clan, lese dann so ein bisschen im Chat und sehe, dass ich natürlich irgendwann mal eine Nachricht rausgehauen habe, also keine Clan-Mail, sondern irgendwas in Chat geschrieben habe, während wir hier mal in den letzten Clan-Krieg reingehen. Der war nämlich nicht schlecht. Da haben so ein paar neue Leute gekämpft und die habe ich mir auch, glaube ich, ja, die hatte ich mir vorher rausgepickt. Ich muss mal eben sehen, wer das so ist. Clan City, ich glaube hier fängt das so ein bisschen an. Also Rathaus 8 auf Rathaus 8. Ich plaudere einfach mal weiter. Und also wir haben hier ganz, ganz normal angegriffen und ich habe dann irgendwann dem Button, den Home-Button hier, gesagt, der dann gefragt hat, soll ich hier die Base XX zu machen? Habe ich dann geschrieben, nee, lass mal, wir haben genügend RH9er, die alle RH9er hier zumachen. Das war einfach so in diesem letzten Clankrieg hier und da muss erstmal gar kein 10er ran. Ja, gesagt, getan, der Button sagt, alles klar, dann warte ich halt auf meine Chance oder dann warte ich halt auf das, was überbleibt oder nicht überbleibt und ich denke mal, das hat auch lange genug drin gestanden. Und dann gab es auch hier jemanden, den ich aus irgendeinem Clan schon gekannt habe. Ich weiß nur nicht mehr, aus welchem es war. Ob das damals aus True Warriors war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich irgendwo vom Namen her seinen zweiten Account, der hier ab und zu zum Spenden war. Und dort ist es dann leider vorgekommen, dass er einen super Angriff hingelegt hat, den sehen wir auch, so ziemlich weit oben, aber dann auch mit seinem Max Rathaus 10er 9er gemacht hat, obwohl ich das ja geschrieben habe, bitte mach das erstmal nicht, denn ich bin so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen auf der Fairplay-Basis, aber ich finde, wenn wir erstmal Rathaus 9er offen haben und wir wissen, dass wir noch so viele Rathaus 9er Angriffe vor allen Dingen aufhaben, dann sollten es auch die Rathaus 9er erstmal machen und die 10er dann wirklich nur zum Ausbügeln, zum Dichtmachen, wenn es denn gar nicht mehr geht. Aber solange das funktioniert und dann trotzdem ist es so geschehen und dann muss ich sagen, habe ich eine Clan-Mail rausgehauen und habe geschrieben, also bitte, bitte, bitte überleg doch mal selber, ob das richtig war, jetzt diese Base zu machen. Oder ob das vielleicht doch hätte anders laufen können. Also, dass man vielleicht dann als Rathaus 10er oben einfach mal einen 11er angeht, der sicherlich etwas schwerer ist. Aber ich habe dann auch in die Clan-Mail geschrieben, du, dann wird es halt nur ein Stern oder zwei Sterne, das ist dann Latte. Aber es ist halt nicht irgendwo den 9ern irgendwelche Bases wegnehmen, die noch zumachen könnten. Egal. Sei es drum. Ist erstmal so gelaufen. Und wenn man dann schon... Oder wenn man dann überhaupt noch schreibt, ich muss mal eben schauen, wen ich hier hatte, Oberfunkenmaster. Ich hatte mir hier Leute rausgepickt, die hier neu sind. Ganz, ganz bewusst mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Matthias hat hier ein bisschen Glück. Die hier also neu sind. Und wenn dann aber jemand schreibt, ja, ich hatte aber geschrieben, wen soll ich machen und habe keine Antwort gekriegt. Ja, aufgrund der Zeitverschiebung
kann natürlich letztendlich um, was weiß ich, 1 Uhr oder 2 Uhr in der Nacht nicht unbedingt ein deutscher Spieler einem amerikanischen Spieler antworten, mach bitte das und das und das, aber dann noch frecherweise reinzuschreiben, ich habe ja oben gefragt, wen ich machen soll und habe keine Antwort bekommen und ich scrolle im Chat hoch und da stehen noch Nachrichten von mir und niemand hat zwischendurch gefragt, was er machen soll. Das finde ich dann schon ein bisschen unverschämt. Okay, derjenige ist dann gegangen, sei es drum. Ist halt so, ich will jetzt nicht sagen, kein Verlust, aber letztendlich hätte ich denjenigen jetzt deswegen nicht gekickt. Ich hätte einfach unter Umständen erwartet, so nach dem Motto, yo, war scheiße, schwamm drüber, kommt nicht mehr vor oder was auch immer. Aber dann hier gleich abzuhauen, ich meine, die Angriffe waren alle getan und er hat ja gut angegriffen. Das kommt ja noch dazu. Er hat ja gut angegriffen, gut gespendet und dann kommt sowas, also so ein kleiner Twist, der ist dann immer irgendwo dabei. Oh, ich verstehe es manchmal nicht. Scheinbar gibt es auf jeden Fall die Menschen, die immer noch so ein bisschen verschieden sind und ein bisschen verschieden denken. Auch ich habe hier oben so ein bisschen verschieden gedacht. Jetzt, ich muss mal eben schauen. Mathe. Kirion. Ja, ist auch neu. Ich kenne hier einige nicht. Aufgrund meiner Folge von gestern mit dieser Busy Time habe ich hier einiges verpasst, wo ich sagen muss, ja, die sind da und ich weiß gar nicht warum. Das müsst ihr entschuldigen. Das ist manchmal so, der Clan lebt eigentlich von sich selber hier. Es ist zwar unser Community-Clan hier, wo ich ab und zu auch mal was tue, aber nicht dauer online bin oder so. Und deswegen bin ich ganz froh, dass der Clan eigentlich so ein bisschen für sich alleine lebt, hier alleine agiert und auch alleine gut. Tolle CKs macht hier die Stammtruppe hier, die jetzt schon seit Wochen hier am Start ist. Die ist ganz, ganz treu. Hier gibt's doch echt weniger Twist, wenn ich mal nicht da bin, habe ich so das Gefühl. Aber irgendwo platzt mir dann manchmal der Kragen und dann denke ich immer, Mann ey, dann schießt wieder einer irgendwie außer Reihe raus und auch wenn dann geschrieben stand, ja, die Mail hast du zu spät rausgehauen, da war mein Angriff ja schon durch. Ja, ich kann ja auch keine Mails ich kann ja keine aktuellen Mails schreiben aus Sachen, die in der Vergangenheit passiert werden. So muss ich das sagen. Dann wäre ich ein Hellseher und dann würde ich hier nicht sitzen, sondern woanders mein Geld verdienen. Aber sei es drum, der Twist ist rum hier. Wir haben heute Abend schöne Diskussion hier geführt, was wir demnächst machen in der Liga. 15 Tage geht sie ja wieder los, also auch mit unseren kleineren Accounts. Wollen wir da ein bisschen CWL spielen, mal sehen, ob wir das in so Clans machen, die der ein oder andere als Twink hat hier. Und so, dass auch unsere 9er, 8er wieder so ein bisschen zum Zuge kommen. Man braucht dann nicht unbedingt zu gewinnen, die Clan-Kriege, sondern oder die CWL-Kriege, sondern die Medaillen, die man dann unter Umständen einfach mal mitnimmt, sind dann viel, viel wichtiger an der Stelle. Und da muss man dann auch keine Max-Spenden haben oder was auch immer. Das klappt, also diese ganzen Max-Geschichten hier. Es gibt hier, glaube ich, ein oder zwei, die kommen hier nach wie vor mit ihren Zwölfern rein. Wenn dann gar nichts mehr geht, dann komme ich ja auch mit meinem Zwölfer rein und spende. Aber ich versuche das ein bisschen zu vermeiden, denn der Club hier lebt von sich selber und das möchte ich eigentlich ganz, ganz gerne auch beibehalten, wenn es dann mal nur ein 7er Drache ist, ein 7er Loon ist und kein 8er Loon, dann ist das halt so, aber die Truppe macht das hier echt, echt super, muss ich sagen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich eigentlich mit dem Alex hier was angegriffen habe, wo ich auch gesagt habe, diese Base hier macht bitte kein Rathaus 10er. Denn auch die musste hier kein Rathaus 10 machen oder gar ein Rathaus 11 machen. Die habe ich einfach mal, der Inge hat die gemacht. Ach, okay, der Inge hat die vor mir gemacht. Entschuldigt bitte, da muss ich erstmal anders reingehen. Der Inge hat die dann auch noch gemacht, aber ich habe hier, entschuldige, Ingo, alles cool. Ich weiß, du hast sie jetzt als 10er gedreht, weil du nichts anderes mehr offen hattest und weil die einfach so fürchterlich scheiße und einfach war. Also habe ich die als 9er angegriffen und das wollte ich zeigen. Sorry, Leute. Ist aber nicht so schlimm. Ingo hat die auch gerockt hier. Kein Thema. Irgendwann kommt man natürlich an einen Punkt, da kannst du hier nichts mehr machen. Da versuchst du zu üben, 3 Sterne zu machen, die den Bonus zu holen. Also ich bin hier jetzt auch kein Bonusverfechter, wo ich sage, Leute, holt euch bei der einfachsten Base den Bonus, wir haben eh gewonnen. Sondern sage dann eher,
übt so ein bisschen auf eurer Höhe oder übt bei Rathäusern, die euch überhaupt nicht schmecken, sage ich mal, irgendwie ist da immer ein Stern drin, also dass dann doch ein bisschen der Bonus rumkommt. Aber ich denke mal hier, diese Base hier mit dem Rathaus 9er, das geht. Ich hatte hier natürlich ein bisschen Probleme, muss ich sagen, mit den doofen Elektrodrachen mal wieder hier. Aber mein King geht hier jetzt natürlich drauf. Das war aber nicht so schlimm. Ich habe schon eine Luftabwehr, glaube ich, bekommen. Ich habe einen Feger bekommen. Das reicht schon hier. Ihr seht, der hat hier Low-Luftabwehren und muss jetzt nur meine Queen dann zünden, dass ich das Untier hier wegkriege, bevor der anderen einmal auflädt und mir alles wegbratzt. Also einmal die Queen gezündet. Dann habe ich noch ein paar Buis dabei. Jetzt ist der auch Geschichte. Und dann kann ich hier mit meinem Loom-Part weiter reingehen. Also zwei Lava-Hunde hier reingeballert. Vielleicht ist dann auch an der Stelle schon einer zu viel gewesen. Aber ich wusste, dass der hier irgendwo diesen doofen, diese komische Tornado-Falle auch drin hatte, der schon andere Truppen hier in den Strudel brachte. Aber ich meine, jetzt ballert auch mal gerade so eine einzige Luftabwehr noch auf meine beiden Hunde. Okay, da sind jetzt ein paar Fallen. Da habe ich sogar Glück, dass jetzt noch ein paar Welpen in der Base sind, die nämlich meine Loons hier frei halten, also von Unrat. Und ja, dann ist es das hier auch gewesen. Also auch hier habe ich ganz klar gesagt, Leute, lasst da mal ein Rathaus 9 dran. Ich habe natürlich selber schon so ein bisschen im Kopf gehabt, die mache ich mit dem Alex hier eigentlich ganz, ganz locker. Ich habe die 6er, die Base, die da drüber war, das war ein Max RH9er, habe ich auch schon gedreiert. Und deswegen schreibe ich schon ganz bewusst raus, Leute, lasst die 9er machen. Und wenn wir es dann mit den 9ern nicht packen, dann greifen die 10er ein hier. Da haben wir dann auch irgendwo welche im Backend. Und deswegen war dies hier auch, das waren leichte Bases. Und ihr seht das, wir haben ja auch gewonnen. 73 zu 46. Ich meine, die haben sich irgendwann aufgegeben, weil durch ihr Gedippe haben sie zwar Sterne bei uns geholt, aber irgendwo kam dann so eine Range bei dem Gegner. Da ging dann nichts mehr. Da haben die gesehen, wir werden einfach nichts mehr holen. Und deswegen ist das an der Stelle ein bisschen schief gegangen, aber der Prinz Valium hier hat einen tollen Angriff hingelegt auf Rathaus 10. Diese Truppenbildung hier habe ich noch gar nicht gesehen. War ein bisschen neu für mich und mit seinem zweiten Account, mit dem Lord Helmchen oder was? Nee, ich glaube, es war ein ganz, ganz anderer Account, der hier auch so ähnlich auf eine 11er Base angegriffen hat. Aber wir gucken uns mal den Angriff auf die 10er Base hier an mit den Babydrachen. Richtig schick gemacht hier. Richtig viele Frost dabei. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg hier, reichlich Frost zu haben. Denn in Wut brauchst du die nicht bringen. Wenn die alleine hier da sind, dann sind die sowieso wütend und sie machen auch zu zweit. Man sieht das hier gerade an den X-Bogen. Eigentlich genug Schaden und die X-Bögen machen auch gar nicht so viel Schaden an diesen Babydrachen. Die sind mal gerade so Level 4, also die gehen ja sogar noch ein Level hoch. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz, ganz geschmeidig hier. Jetzt geht das hier unten mit den Loons weiter, also Richtung Rathaus. Und die Loons fliegen jetzt schön nach außen auf die defensiven Gebäude, denn die hatte die ja alle außen stehen. Oder aber die Luftabwehren alle drinnen stehen. Okay, das ist natürlich Gift für die Babydrachen und für die Loons. Glücklicherweise gehen jetzt ein paar Magier mit zu diesem Drachen hier, zu dem Elektrodrachen, und auch ein paar Babydrachen gehen hier jetzt so in diese Richtung. Das war so ein bisschen lucky, muss ich sagen, an der Stelle. Denn die machen hier jetzt in jedem Fall den Elektrodrachen weg. Der ist zwar jetzt fixiert hier auf die Loons, das macht er aber nichts. Er hat immer noch reichlich Babydrachen hier überall. Also ich habe wirklich gedacht, Donnerwetter, das ist ein Angriff, den habe ich auch noch nicht so gesehen. Und fand ich wirklich, wirklich, wirklich schick. Also gegen solche komischen Kastenbases hier mit diesen Quadraten echt gut zu gebrauchen. Im Rathaus 10er und auch im Rathaus 11er Bereich kann man das übrigens machen. Habe ich zumindest so gesehen. Und tolles Ding hier, schade, dass er raus ist. Also es tut mir auch ein bisschen leid, denn ich bin eigentlich einer, der auch immer wieder so ein bisschen den Twistern so ein bisschen nachgibt. Aber nachgegeben hat hier der Matze nicht. Also 1 auf 3 hier, auch ein neuer. Ich habe heute, glaube ich, fast ausschließlich neue Leute hier drin gehabt, außer der Valium. Der war jetzt schon ein bisschen länger da, aber ich glaube, wir haben noch nie was von ihm gesehen. Und deswegen bin ich überhaupt heute mal auf die neuen Leute hier gesprungen, denn es hat mich natürlich gefreut, oder es freut mich dann immer wieder, wenn wir hier neue Leute haben, die ich nicht einschätzen kann. Die kenne ich nicht, die sind hier irgendwann reingekommen im Stream oder wie auch immer. Und dann stellst du aber fest, Mensch, das sind Leute,
Die sind super hier. Die unterstützen den Clan krass. Die machen super Angriffe hier. Helfen hier so ein bisschen bei den Taktiken, beim Spenden etc. Das ist so, ja, das, ich will nicht sagen, das weckt so Glücksgefühle in mir, so nach dem Motto, Alter, da hast du Glück gehabt, dass du solche Leute wieder gekriegt hast, sondern das bestätigt eigentlich dieses Gesamtgefüge dieses Clans, der doch schon so ein bisschen verschworen ist, aber kein Twist gegen irgendjemanden hegt. Also die Toleranz ist hier auch sehr, sehr groß und auch von mir ist die Toleranz eigentlich groß. Nur irgendwann, das habt ihr schon öfter mal mitbekommen, da steht es mir halt auch hier und dann muss ich halt auch irgendwo mal so ein bisschen nicht den Anführer raushängen lassen hier, das lasse ich hier eigentlich nie, aber wenigstens mal etwas dazu getippt, dass jemand vielleicht dann doch mal in sich geht und sagt, ja, okay, war scheiße, kommt nicht wieder vor, tut mir leid, Clan, war jetzt richtig, richtig kacke, mache ich nie wieder. Und dann ist auch gut, da ist auch keiner sauer rum dann oder so. Aber dann zu sagen, oh, ich hoffe nach dem Scheiß hier und nach deinen Sprüchen, Toto, geht es mir nicht wie dem und den um den und den, der auch schon mal gegangen ist. Das ist auch blöd zu sagen, denn ich glaube nach wie vor, dass dieser Clan hier ein ganz hervorragender Community-Clan ist, die hier nach wie vor tolle Clankriege machen, Höhen und Tiefen gemeinsam erleben, das gehört unbedingt auch dazu, aber wir sind wieder weit über 40 gewachsen hier, finde ich, das finde ich vor allen Dingen sehr, sehr nice, was macht denn eigentlich, ah, diese Drachen, die sind so fürchterlich langsam, aber mal sehen, man kann jetzt gerade nicht erkennen, wie der noch voll ist, ja, der ist noch gut im Futter und wenn der jetzt noch einmal durchlädt, das schafft er auch, ja. Passt, das sieht man übrigens immer, wer das noch nie gesehen hat bei den Elektrodrachen, der muss sehr, sehr genau hingucken. Die haben hinten am Rücken diese Stachel und wenn diese Stachel einmal ganz aufgehellt sind, also alle Stachel sind aktiv, dann lässt er seinen Blitz los. Das habe ich ganz, ganz zu Anfang, als die Elektrodrachen reinkamen, auch gar nicht gesehen. Und aber mittlerweile kann man das sehr, sehr gut erkennen und deswegen kann man schon sehen, wird gut, wird nicht gut. Den hat auch Mats gemacht. Ich hatte hier, wieso hatte ich hier noch einen, den wir noch nicht gesehen haben? Templer. War das der Templer? Ah, das war der Templer, okay. Das war der Templer mit dem Babydrachen hier. Alles klar, ich hatte ja eben gesagt, im Ratus 11 Bereich kann man das auch machen. Auch, wir haben das gerade gesehen, wenn nicht unbedingt mit 3 Sternen, aber so ein bisschen gefeilt an dieser Taktik, glaube ich, ist das auch etwas für Babydrachen. Er hat die auch auf 5, also das ist der maximale Level, glaube ich. Ist das der maximale Level für Ratus 11? Könnt ihr mir mal unten reinschauen, ich weiß es im Moment nicht. Da müsste ich jetzt beim Avatar schauen. Aber Avatar ist im Moment ganz, 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 ganz weit, weit weg von mir. Aber wir werden ihn in dieser Woche noch sehen. Und die Woche ist nicht mehr alt. Aber was ich schon mal bekannt geben kann, ihr habt ja Donnerstag, Freitag kommt noch eine Folge, Samstag kommt noch eine Folge, glaube ich, dass wir am Samstag in meinen Geburtstag einfach mal reinstreamen, würde ich sagen. Habe ich ein bisschen Bock drauf, habe ich abgeklärt, klappt. Ich darf und deswegen denk ich mal, dass wir wieder am Samstag ein bisschen über 12 Uhr streamen, dass wir kurz mal vielleicht ein Gläschen Sekt anstoßen oder so gemeinsam und einfach mal auf meinen 53. anstoßen, beziehungsweise ich möchte ganz gerne mit euch anstoßen, also haltet euer Sektglas bereit, um 12 Uhr geht's dann los, also es geht nicht der Stream los, aber die Feierei geht dann los und es würde mich natürlich super freuen, wenn viele mit mir anstoßen, dann in der Nacht. Geschenke braucht ihr nicht mitzubringen, ich beschenke mich in der Regel selber, also Glückwünsche reichen mir, alles Gute, das sage ich euch dann auch und denn auch irgendwann hat ja mal jeder Geburtstag auch von euch, also dann so einen imaginären Gruß irgendwo an euch alle, die dann auch Geburtstag haben, aber ich habe mir einfach mal überlegt, das können wir mal machen, ich glaube, das ist mal eine ganz nette Geschichte, ich habe das noch nie gemacht, habe aber Zeit und Raum passen diesmal und ich hoffe, diese Folge hier hat euch auch gepasst. Wir haben jetzt ein bisschen Clankrieg gesehen. Es laufen noch die Clanspiele. Ich habe hier mit dem Account auch noch nicht viel gemacht. Ich würde sagen, mal gar nichts. Okay, aber wir sind schon fast durch. Dauert noch ein paar Tage und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns in dieser Woche wieder. Vielen lieben Dank, euer Toto. Der jetzt nicht ganz so sprachlos ist, aber schon wieder ganz schön heiser ist. Euer Toto clasht.